ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu Locker Kalorien verbrennen. Wir werden also unser Herz-Kreislauf-System trainieren und natürlich auch Energie verbrauchen und Fette verbrennen. Mach so mit, wie es für dich okay ist. Pausen sind immer erlaubt, aber bleib, wenn wir Pause machen oder wenn du Pause machst, so ein bisschen in Bewegung. Also beweg dich einfach ganz locker weiter. Und generell, wenn ich die Arme dazu nehme, dann ist es immer schwerer. Der Puls geht auch immer höher, wenn die Arme über Kopf sind. Und wenn du die Arme dazu nimmst, also gern auch nur mal die Füße weiter bewegen und die Arme weglassen. Genau, wir beginnen natürlich aufrecht. Atme zuerst tief ein durch die Nase. Atme durch den Mund aus, lass dich fallen, nochmal einatmen und nochmal ausatmen, ganz locker, zweimal ein und aus. Letztes Mal, streck dich und räkel dich nach oben in Richtung Decke, zieh dich lang. Wenn irgendwas nicht ganz so klappt, dann ist es auch egal, also du machst es nur für dich und es sieht uns ja auch keiner, also einfach irgendwie mitmachen. Dann lockerst du deine Arme aus, schüttel richtig aus, locker sie nach unten und beginne, indem du einfach mal gehst. Und zwar mit der Fußspitze, Ferse abrollen, deine Füße. Die Arme pendeln neben deinem Körper. Und das kann auch in deinem Tempo passieren. Also kannst ja Musik einschalten, die du möchtest und in deinem Tempo gehen. Vielleicht immer mal wieder an die Aufrichtung natürlich denken, groß werden. Dann nimm deine Fußspitzen schon mal nach außen, sodass deine Knie Richtung Fußspitzen zeigen, auch nach außen nehmen. So mobilisierst du dein Hüftgelenk und nochmal nach vorne. Und nochmal nach außen, nach vorne, nach außen und da bleibst du jetzt. Öffne deine Beine etwas weiter in die Grätsche. Die Arme pendeln immer noch. Und dann verlagerst du dein Körpergewicht nach rechts und nach links. Genau, tippst weit außen auf. Arme hängen und beginne mit den Schultern nach hinten zu kreisen. Rechte Schulter, linke Schulter. Versuch nochmal den Atem fließen zu lassen, also wirklich nie die Luft anhalten, das macht man ganz gerne mal zwischendurch. Werde etwas größer, nimm deine Ellbogen nach hinten. Und vielleicht auch mal zwischendurch an deine Bauchspannung denken, Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Und nochmal die Schultern kleiner werden. Lass die Schultern tief und zieh sie jetzt einzeln nach oben. Immer noch rechts und links im Wechsel und fallen lassen. Und mal ganz bewusst dieses Fallen lassen. Damit dein Schultergürtel entspannt ist. Jetzt lässt du die Schulter nämlich ganz tief und nimmst deine Unterarme und beugst und streckst mal. Rücken so ein bisschen kraftvoll, Bizeps. Und dann nimmst du die Ferse nach oben, einfach mal hinten hoch, nicht ganz bis zum Po, nur so ein Stück abheben. Arme beugen. Tipp nochmal unten, einmal tippen. Und immer in Bewegung. Noch einmal Ferse hoch. Und
Ohr nochmal tippen und da bleibst du jetzt. Genau, mach mal einen Schritt, schau mal, rechts und links, einen großen Schritt. Und deine Arme, die verändern sich so ein bisschen. Schieb sie jetzt bewusst nach außen. Auch hier wieder ganz kraftvoll deine Ellbogen hinter deinen Körper ziehen. Auch da deine Knie Richtung Fußspitzen zeigen lassen. Und nochmal groß werden, aufrichten. Vielleicht merkst du den oberen Rücken schon, wenn du hier kraftvoll zurückschiebst. Noch viermal. Zwei Schritte jetzt nach rechts. Versuch's zweimal. Nach links zweimal. Rechts. Genau. Und die Arme gehen weiter. Acht noch. Sieben. Sechs. Fünf, vier, drei, zwei. Schritte gehen weiter und die Arme lässt du locker. So richtig rück deine Schultern mal nach hinten kreisen. Immer noch zwei Schritte rechts, zwei Schritte links. Schultern locker lassen. Und dann kommst du wieder zurück zu einem Schritt. Einer, sehr schön. Tippe jetzt etwas weiter nach vorne. Auch hier wieder rechts und links nach vorn. Die Arme sind einen Moment noch mal locker. Du atmest noch und stehst noch ganz aufrecht und stolz. Sehr gut. Und dann tippst du jetzt nicht mehr, sondern ziehst die Knie hoch. Wichtig ist nicht, dass du weit raufkommst, wichtig ist, dass du gerade bleibst hier. Also Schultergürtel locker und dein Rücken ganz gerade. Genau. Die Bewegung geht weiter und deine Arme verändern sich. Die nimmst du jetzt mal zur Seite. Spannung in die Arme und versuchst immer, wenn du dein Knie hochziehst, deine Arme nach vorne zu schieben. Ellbogen zueinander, so weit wie es geht. Nach hinten auch wieder kraftvoll, sodass du auch die Schultern spürst, den oberen Rücken. Genau, ziehen. Nochmal, acht noch, sieben. 6, 5, 4, 3, 2, Vorsicht, die Knie gehen weiter, halte die Arme, halte hier und ziehe jetzt tief und hoch, kraftvoll nach unten. Oberer Rücken. Sieben, sechs, wenn's nicht mehr geht, Pause. Fünf, vier, drei, zwei, einen und die Arme lösen. Schultern und Rücken entspannen und deine Füße von der Fußspitze auf die Ferse abrollen. Versuch dein Becken in der Mitte zu halten, nur deine Füße abrollen. Und auch da gehen die Arme wieder locker mit. Genau, und du kannst, wenn du möchtest, so ein bisschen höher kommen. Wichtig ist immer noch stabil in der Mitte bleiben. Und jetzt stellst du dir vor, du gehst Seilspringen, bleibst bei der Bewegung, nimmst die Arme seit, rück an den Körper ran,
Seil in die Hand und versuche jetzt ganz kleine Kreise nach vorne auszuüben. Geht? Wirklich Spannung. Ganz, ganz kleine Schwünge. Tschack, 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 tschack. Du merkst erstens mal natürlich dann auch die Schultern, aber auch deine Körpermitte. Und dass der Puls so ein bisschen höher geht, weil die Arme wieder im Einsatz sind. Und dann kreist du nach hinten, andersrum. Rück, rück. Schulterblätter küssen sich, Nacken entspannen. Und die Unterarme machen ganz kleine Circle. Und atmen. Hier noch. So ein paar Kreise noch. Wir aktivieren auch gerade unsere Venenpumpe, die Waden. Vielleicht merkst du die auch schon. Acht noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einen. Und marschieren. Locker lassen. Kicke mit den Füßen. Einfach nach außen. Nach vorne erstmal. Und jetzt nach außen. Rechts und links. Einfach wegschütteln. Nochmal nach vorne. Vorne kicken. Nach außen. Nach vorne, nach außen und ein letztes Mal noch vorne, außen und du gehst noch einmal am Platz. Jetzt nimm die Arme mit, als würdest du draußen walken. Versuch vorne hier Fenster zu sehen und hinten auch, das heißt deine Ellbogen gehen wieder ganz weit vor, weit zurück. Tempo bestimmst wieder allein du. Wenn es dir zu schnell ist, dann machst du es einfach langsamer. Rücken ein bisschen Spannung in die Arme aufbauen. Und beim nächsten Mal drehen wir uns einfach eine Vierteldrehung nach rechts. Das heißt, eins, zwei, drei, jetzt nach hinten. Eins, zwei, drei, weiter drehen. Eins, zwei, genau. Wieder nach vorne zu mir. Perfekt. Und jetzt geht's in die andere Richtung. Zwei, drei und rück. So ein bisschen unseren Gleichgewichtssinn und drehen. Mit einbeziehen. Und drehen. Sehr schön. Nochmal, rechts rum und eins wechseln und, Gott, und andere Richtung und, perfekt, wieder hier bleiben, nicht dass uns schwindelig wird. Und dann nimmst du den rechten Fuß einfach nur vor und zurück, vor und rück. Versuch erstmal den Schritt. Dein linker Fuß, der bleibt immer auf dem Boden und der rechte bewegt sich. Genau. Jetzt versuchst du mal ein Stück weiter darüber zu kommen, auf die linke Seite. Vorsicht, wechsel mal linker nach vorne, aber erstmal vor und rück. Klappt, vor und rück. Vorsicht, probier es nach rechts, im linken Fuß.
Noch viermal. Vier. Drei. Noch zwei. Wechseln mit rechts. Viermal. Probieren wir es. Drei noch. Zwei noch. Und nochmal wechseln. Stehen. Ja, genau. Noch zweimal. Und nochmal wechseln und stehen. Vier Stück. Drei. Zwei. Und wechseln und stehen. Vier. Klappt oder ja? Noch zweimal. Und jetzt kürzen wir nochmal wechseln. Rechts nur zweimal. Eins. Und wechseln mit links. Vor, rück und wechseln nochmal rechts. Eins. Und wechseln nochmal links. Eins. Wechseln. Wir trauen uns jetzt gleich wechseln. Wir versuchen jetzt immer nur einmal. Einmal rechts. Seite, Seite stehen. Seite, Seite stehen. Genau. Noch acht Stück. Noch sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Wenn wir nicht im selben Rhythmus sind, ist egal. Jetzt bleib hier stehen und wippe ganz locker. Rück deine Knie nach außen, Richtung Fußspitzen und erstmal locker wippen. Bauch spannen und die Arme gehen vor und zurück. Einfach mal nach vorne boxen. Bleib natürlich so ein bisschen in Bewegung. Brustbein bleibt gehoben. Und jetzt merkst du gleich, wenn du höher gehst mit den Armen, mach nur weiter. Werde ein bisschen langsamer, dann kommt der Puls ein bisschen höher. Ganz gerader Rücken, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Genau. Spannung. Vorsicht. Nach vorne boxen. Und vier, drei, zwei, nach oben. Vier, drei, zwei, nach vorne. Und vier, drei, zwei, nach oben. Geht? Noch einmal, zweimal. Und hoch. Und vor. Boxen. Und hoch. Nochmal zwei. Und das Ganze einmal vor und zurück. Vor, hoch, vor, hoch. Puh, gut. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und gehen. Bleib hier ganz leicht in der Grätsche. Immer noch die Arme mitnehmen, als würdest du walken wollen. Und dann wirst du ein klein bisschen schneller, nur wenn du willst, und versuchst, da so ein bisschen zu dribbeln. Muss gar nicht sein. Kannst auch hier bleiben. Wenn du willst, dribbelst du eine Runde. Spannung. Immer wieder aufrichten. Groß werden. Noch acht, sieben, sechs, dann hast du es gleich geschafft. Fünf, vier, drei, zwei, einen. Zusammenkommen, trippeln oder gehen, wie du willst. Nochmal ganz kleine, Brustbein heben, aufrichten, stolz.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und wir gehen ganz locker und tippen nochmal vorne auf. Sehr schön. Einfach tippen, Knie nach oben ziehen. Kennst du schon? Und die gegenüberliegende Hand zum Oberschenkel. Vorsicht, jetzt gehst du so ein bisschen weiter auseinander, drehst immer noch Knie und Hand zueinander. Geht. Und jetzt versuchst du es nach hinten. Ferse anheben und die Hand in Richtung Ferse ziehen. Muss ja gar nicht zueinander sein, nur die Richtung. Okay, noch 4, 3 und jetzt nach vorne und vorne zum Oberschenkel. Wenn es nicht klappt, dann freuen wir uns, dann trainierst du deine Gehirnhälften. Und nochmal nach hinten. Vorsicht, nochmal nach vorne. Knie, bleib ruhig hier so außen. Nach hinten. Nach vorne. Nicht nachdenken. Nach hinten. Nochmal, immer 4-mal. Vorne. Hinten. Vorne. Hinten, letzte Runde, vorne, hinter und vorne bleibst du dann. Hier, komm näher wieder zusammen mit deinen Füßen, ohne Arme, locker, die Ferse tippt, schau mal, Ferse im Wechsel nach vorne. Fußspitze richtig anziehen. 4 noch. 3. Jetzt doppelt mit rechts. 2-mal. Rechts und mit links. Doppelt und doppelt und doppelt. Und dann 4-mal mit rechts. Versuch's. 4. 3, 2 und wechseln. 4, 3, 2 und wechseln. Und wechseln. 4, 3, 2, wechseln. Wechseln. Und mit rechts alles wieder 2-mal. Und 1 und wechseln. Allerletzten Male noch. Puls ist so ein bisschen unten. Noch 2 mal 2. Und dann hältst du deine rechte Ferse vorne. Tippst ganz locker. Komm mal mit dem Rücken ganz gerade, so ein Stück nach vorne, fleißig. Schultern zurückziehen. Halte deine Fußspitze angezogen. Versuch dein Knie so weit wie möglich zu strecken und setz dich weit nach hinten in Richtung Ferse. Po rausschieben, merkst du? Dehnung in der Rückseite, genau. Fußspitze noch weiter ran. Und dann löst du mal genau das Bein, also rechts, ich mache spiegelverkehrt, geht jetzt zurück. Beide Fußspitzen in einer Höhe und dann Feder ganz sanft hier vor. Po ist fest. Dann löst du nochmal wieder auf, kommst zurück,
wechselst gleich das Bein, andere Seite vor und ganz locker erstmal tippen. Den Rücken gerade nach vorne nehmen. Halte dann. Komm so ein Stück tiefer, Knie strecken und Po noch weiter nach hinten rausschieben. Vielleicht noch ein bisschen weiter. Löse nochmal wieder auf, den linken Fuß jetzt zurück, beide Fußspitzen in eine Linie, Becken parallel zum Boden und feder hier ganz sanft nach vorn, dehn die Wade nochmal und vorne den Oberschenkel. Halte einen Moment. Und komm wieder zurück. Locker deine Beine einmal aus. Bleib nochmal aufrecht stehen. So in einer leichten Grätsche, dann stehst du relativ stabil. Atme ein. Atme aus. Lass nochmal fallen. Einatmen, Länge. Nochmal aus. Hände fassen. Beug die Knie und zieh dich jetzt auf eine Seite. Ganz weit. Einatmen, Mitte und mit dem Ausatmen zur anderen Seite. Einatmen, Mitte, deine Seiten aufdehnen. Gerne unten kommentieren, wie es dir so gegangen hat, jetzt während dem Ausdauertraining, während dem Fettverbrennen. Komm zur Mitte, Hände hinten fassen, Stück nach oben ziehen. Wenn du es nicht fassen kannst, ist gar nicht schlimm, dann ziehst du einfach nur die Arme nach oben. Genau. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das natürlich kostenfrei. Dann bekommst du mal Info, wenn wieder ein neues Video da ist. Und wenn du möchtest, geh mal auf meinen Kanal. Da findest du die Videos geordnet in Playlists. Da gibt es zum Beispiel Cardio-Training, Bauch, Beine, Po, Einsteiger-Videos oder auch Senioren. Also einfach mal schauen, da ist vielleicht bestimmt ein Thema dabei, das dich besonders interessiert. Löse, fass deine Oberarme und zieh deinen Rücken noch einmal rund, so richtig weit nach vorne, den oberen Rücken rausziehen. Richte dich auf, schließ deine Beine, atme ein, atme aus, atme ein. Und nochmal aus, ein letztes Mal, streck dich und jetzt ziehst dich wirklich lang. Räkel dich. Öffne deine Arme und entspanne dich. Sehr, sehr gut. Fleißig, dass du bis zum Schluss dabei warst. Perfekt. Wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, dann kannst du auch noch unter dem Video mal auf Mehr ansehen klicken. Da findest du nicht nur diesen Link, deine Unterstützung. Da könntest du zum Beispiel mit 2,50 Euro monatlich meine Arbeit wertschätzen. Vielen Dank. Da findest du auch den Link zum Beispiel zu meinen Trainingscharts. Das sind Übungsblätter mit bebilderten Übungen und die kannst du dir gerne ausdrucken, irgendwo hinhängen. Also vielleicht einfach mal drauf gehen. Du kannst sie aber auch sehen, wenn du auf meine Homepage gehst, gabi-fastner.de. Da findest du auch diesen Unterstützungsbutton oder auch diese Trainingscharts. Also schau einfach gerne mal drauf. Oder natürlich ganz einfach bis zum nächsten Mal.